So, dann könnten wir, wenn keiner widerspricht, in die Tagesordnung einsteigen. Machen wir auch. Tagesordnungspunkt 67, Antrag der Fraktion der FDP. Aktuelle Stunde, Stillstandsminister Al-Wazir bremst tausende Pendler aus Staus wirksam bekämpfen, Freizeitverschmutzung endlich beenden. 19.6689. Der Kollege Jürgen Lenders macht den Beginn. Bitte sehr, hast das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit 2012 hat sich die Staulänge auf 120.000 km in Hessen verdoppelt. Der Stau ist einer der großen Probleme hier bei uns in unserem Land. Das hat auch das IW-Gutachten sehr deutlich gemacht. In der Debatte zum IW-Gutachten, das die VU in Auftrag gegeben hat, hatten wir ja dann schon diese Woche eine Auseinandersetzung. Ich finde, ich sollte noch einmal auf den einen Punkt eingehen, den Herr Al-Wazir vor allen Dingen in die Verantwortung der FDP-Minister geschoben hat, und das zu dem größten Vergnügen der CDU-Fraktion. Manchmal frage ich mich, ob wir in der Zeit eigentlich alleine regiert haben. Aber lassen Sie uns dann einfach einmal ein bisschen zurückblicken. Meine Damen und Herren, gut, dass es anspricht, genau. Meine Damen und Herren, bis 2013 war der Bundesverkehrswegeplan herzlich unterfinanziert. Und seit 2010 wurde dann später auch die Bodewig-Kommission eingesetzt, die genau diese Unterfinanzierung festgestellt hat. Und es ist ja auch Al-Wazir als Staatsminister, der bei seinem Paradigmenwechsel Sanierung vor Neubau sich auch gerne einmal auf diese Zeit beruft. Meine Damen und Herren, die Erkenntnisse aber aus dieser Zeit waren, es würden nie wieder Straßen im größeren Umfang gebaut werden. Es war damals seitens der Hessischen Landesregierung, aber auch der Straßenbauverwaltung eine klassische Fehleinschätzung, die zu Konsequenzen geführt hat, dass man bei Hessenmobil deutlich Planungskapazitäten abgebaut hat. Meine Damen und Herren, es ist eine Fehleinschätzung gewesen. Herr Al-Wazir, wer war da? Das war auch Dieter Posch, klar. Das war das gesamte Kabinett. Das war auch übrigens eine Bundesregierung, CDU-geführte Bundesregierung, die zu solch einer Fehleinschätzung gekommen sind. Meine Damen und Herren, es konnte damals keiner ahnen. Man hat dann Planungskapazitäten abgebaut. Wir haben heute ungefähr zehn Planer, die sich in Hessen tatsächlich mit dem Straßenbau beschäftigen. Zehn Planer für ganz Hessen. Meine Damen und Herren, ab 2014 standen aber dann wieder ausreichend Mittel zur Verfügung. Und Herr Wagner, weil Sie ja schon so nett schauen, Ihr Minister hat uns eingeladen. Herr Wagner, Ihr Minister hat uns dann eingeladen im ersten Halbjahr 2014, und dann haben Sie die Regierung übernommen. In der Evaluierung von Hessenmobil und haben gesagt, Sie haben sozusagen über die Spatenkommission ein Loblied gesungen. Spätestens ab 2014 standen aber die Bundesmittel wieder zur Verfügung. Und Sie hätten dann nicht einfach tatenlos zusehen müssen, sondern Sie hätten die Planungskapazitäten wieder aufbauen müssen. Das haben Sie nicht Nein, das haben Sie nicht getan. Die Politik, den Paradigmenwechsel, den Sie vorgenommen haben, wird nachhaltig die Straßenverkehrsinfrastruktur in Hessen schädigen. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Weil Sie weiterhin nicht auf die Planungskapazitäten entsprechend ausgebaut haben. Und das, was Sie machen, ist zurzeit mit Ihrem Konzept Sanierung vor Neubau, dass Sie nicht in die grundhafte Erneuerung einsteigen, sondern permanent quasi nur Oberflächensanierungen betreiben. Meine Damen und Herren, ich will das einmal so sagen. Wir haben mittlerweile ein saniertes Straßennetz, das so glatt wie ein Babypopo. Aber, meine Damen und Herren, was sich darunter befindet, ist in einem erheblichen, desolaten Zustand. Und das wird zukünftigen Landesregierungen wieder auf die Füße fallen. Sie haben nichts anderes gemacht, als das Straßennetz mit Farbe übertüncht. Irgendwann wird Ihnen diese Farbe wieder von den
von den Wänden bröckeln, weil Sie keine grundhafte Erneuerung vorgenommen haben. Sie hätten nämlich dafür Planungskapazitäten haben müssen, und das haben Sie nicht gemacht, und das machen Sie weiterhin nicht. Meine Damen und Herren, wie Sie mit dem Straßenbaunetz in Hessen umgehen, meine Damen und Herren, das kann man auch schön sehen, wie Sie sich engagiert haben bei der Bundesautobahngesellschaft. Nichts wird nachhaltig so sehr das Problem der Staus verschärfen, wie dass wir keinen Zugriff mehr auf die Bundesautobahngesellschaft haben. Es wird uns immer wieder erklärt, es hat da ja so einen verschlossenen Umschlag gegeben. Meine Damen und Herren, ich kann das nicht mehr ausführlich ausführen, aber es ist der Landesregierung seit Februar 2016 und nicht erst seit diesem April dieses Jahres, seit Februar 2016. Kollege Lenders, Sie müssen zum Schluss kommen. Bin gleich am Schluss. Ist dieser Landesregierung bekannt, wie die Autobahngesellschaft strukturiert werden soll? Und Sie haben tatenlos zwei Jahre zugesehen. Das führt in den Stau von Hessen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Karin Müller, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Aktuelle Stunde der FDP ist so aktuell und originell wie ihr Verständnis von moderner Verkehrspolitik. Das einzig Neue an dem Titel der Aktuellen Stunde war für mich das Wort Freizeitverschmutzung. Aber das passt ja dann auch wieder in Ihre Pippi-Langstrumpf-Welt. Keine Angst, ich singe nicht. Die Pippi hat sich ja... Pippi Langstrumpf hat sich auch immer die Welt so gemacht, wie sie das wollte, und hat neue Wörter erfunden. Aber die war wenigstens noch lustig. Das habe ich bei Ihnen hier so ein bisschen vermisst. Und nicht nur der Titel der Aktuellen Stunde, sondern auch Ihre Rede eben, Herr Lenders, hat einmal wieder mehr verraten, welches Verständnis Sie von Verkehrspolitik haben, nämlich die, dass Pendlerinnen und Pendler sich nur über die Straße und nur im Auto bewegen. Und die müssen verbreitert werden und neu gebaut werden. Ich finde, dieses Denken ist ziemlich engstirnig. Wir denken nämlich die Verkehrsmittel zusammen, und damit kann man eine erfolgreiche und moderne Verkehrspolitik für die Menschen in diesem Land machen. Und das macht diese Landesregierung seit den letzten fast fünf Jahren. Jeder soll die Wahl haben, ob er mit dem Rad, Bus, Bahn, dem Auto oder zu Fuß zur Arbeit kommt. Durch den einseitigen Blick durch die Autofahrerinnenbrille der FDP-Verkehrsminister ist es zu dem Stau erst gekommen, dass wir hier noch nicht weiter sind als jetzt. Das ist keine Frechheit, das ist eine Tatsache. Also, wir haben, ziehe ich das nur kurz vor. Herr Rock, Sie sind ja leider nicht im Wirtschaftsausschuss, aber Herr Lenders ist im Wirtschaftsausschuss. Und seit zwei Sitzungen erklärt uns Herr Al-Wazir die Staustunden in Hessen. Und die sind im ersten Quartal 2018 gegenüber dem ersten Quartal 2017 um 20% zurückgegangen und im zweiten Quartal um 31%. Das hätte man einmal zur Kenntnis nehmen können, wenn man will. Das Einzige, was ich von dem letzten FDP-Verkehrsminister in Erinnerung habe, sind die Hinweisschilder zur Warnung vor Blitzern. So. Im Gegensatz dazu arbeitet diese Landesregierung an Lösungen, und das ist Ihnen, ich denke, eigentlich bekannt. Es wird hier immer wieder erzählt, aber man muss es auch wahrnehmen wollen. In den Straßenbau fließt so viel Geld wie nie zuvor. Das löst bei uns erst einmal keine Begeisterung aus, aber wir haben eingesehen, dass es notwendig ist, Straßen zu sanieren. Aus dem Bundesverkehrspflegeplan fließen so viele Mittel nach Hessen wie noch nie, vorwiegend in Erhaltungsmaßnahmen und an Stellen, wo der Bedarf am größten ist, an die Autobahnkreuze und in den Erhalt und Sanierung der Brücken. Wie notwendig das ist, konnten wir in den letzten Tagen in der Zeitung lesen in Genua. Dass das nicht passiert, deswegen war das eine vernünftige Entscheidung. Auch die Sanierungsinitiative von Herrn Al-Wazir haben wir Ihnen schon im Klein-Klein erklärt. Wir machen es aber immer gerne noch einmal.
Tarek Al-Wazir wird bereits als Bauminister bezeichnet. Das findet er nicht immer so lustig. Aber ich glaube, das ist ein Indiz dafür, dass er sich jetzt im Gegensatz zu Ihren Aussagen sehr wohl um die Straßen kümmert. Aber es werden nicht nur Straßen saniert und Brücken, sondern auch auf der Schiene wurde einiges angeschoben. Auch gestern haben wir das schon einmal thematisiert. Die Projekte sind Ihnen allen bekannt. Das nächste, was fertig wird, ist Gateway Gardens. Auf der S6 wird gebaut. Das Land ist in die Planungsgesellschaft der RTW eingetreten, unterstützt die Nordmainische S-Bahn, investiert 12 Milliarden € in die Schieneninfrastruktur in den nächsten Jahren, davon 1 Milliarde € vom Land. Alles Projekte, die auf den Weg gebracht sind. Wir freuen uns, wenn Sie auch die Großprojekte unterstützen, dass dann auch wieder mehr Platz für den Regionalverkehr ist. Dass Sie dafür keine große Sympathie haben und sich dann immer als Dagegenpartei profilieren, sieht man an der U2-Verlängerung nach Bad Homburg, der Citybahn in Wiesbaden und regelmäßig zu jedem Kommunalwahlkampf in Kassel, wenn es darum geht, Straßenbahn raus aus der Innenstadt, aber ja zum Glück nur beim Kommunalwahlkampf. So. Leider ist meine Zeit jetzt gleich um. Ich möchte Ihnen aber noch ein Zitat mit auf den Weg geben, das ich sehr passend fand, von Albert Einstein. Das Leben ist wie ein Fahrrad. Man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Vielen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Abg. Frankenberger. SPD-Fraktion. Etwas Ruhe bitte bei euch. Ja, ja, ja. Seid ihr aufgewacht? Komm. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Karin Müller, Bauminister Al-Wazir. Also zumindest Wohnungen werden in Hessen nicht gebaut, habe ich festgestellt. Insofern kann das Bild auch nicht ganz zutreffend sein. Aber warum ist mir bei dem Bauminister Al-Wazir folgende Weisheit durch den Kopf gegangen? Um der gelegentlich auftretenden Betriebsblindheit entgegenzutreten, ist es manchmal notwendig, die eigene Wahrnehmung mit der von außen abzugleichen. Meine Damen und Herren, es ist bezeichnend für diese Landesregierung, dass sie diese Weisheit offenbar überhaupt nicht kennt. Da gibt es einen Kultusminister, der läuft als Mr. Ahnungslos im Ministerium herum, während an den Schulen sich Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer darüber beschweren, dass es Unterrichtsausfall, Lehrermangel und Arbeitsüberlastung gibt, meine Damen und Herren. Da gibt es einen grünen Verkehrsminister, gelegentlich wird er auch Mr. Eigenlob genannt, der sich immer dafür lobt, wie viel Geld in den letzten Jahren in den Landesstraßenbau gesteckt worden ist. Meine Damen und Herren, aber Fakt ist, es wird zu wenig Geld in den Landesstraßenbau in Hessen gesteckt. Denn selbst wenn in Hessen Sanierung statt Neubau gilt, die Mittel reichen vorne und hinten nicht aus. Und da es ja gelegentlich mal hilft, auch den Blick nach außen zu lenken, in der gestrigen HNA, meine Damen und Herren, konnten wir unter der Überschrift Rumpelkisten in unserer Region, die HNA Nordhessen, Schlaglöcher werden zu Gefahr lesen. Da der Minister in Nordhessen nicht so oft anzutreffen ist, will ich mal zwei Beispiele hier vorlesen. Naumburg-Netze. Der Anstieg von Naumburg Richtung Edersee hat es in sich. Mit ein bisschen Glück trifft man hier den aus Bad Wildung stammenden Triathleten und Ironweltmeister Patrick Lange. Allerdings ist die Abfahrt auf der anderen Seite für Radsportler lebensgefährlich. Es geht mit 9% herab. Ein Schlagloch reiht sich an das andere, meine Damen und Herren. Das ist die Realität in Hessen. Und anders, hier geht es um eine Straße,
im Werra Meisterkreis. Hinab ins Werratal sind die Straßen jedoch so schlecht wie beim Mauerfall. Ich erinnere, das ist jetzt fast 30 Jahre her, meine Damen und Herren. Das ist die Realität in Hessen, und die Landesregierung weigert sich, dies auch zur Kenntnis zu nehmen. Und ich zitiere weiter aus der HNA. Gern hätten wir von Hessen Mobil gewusst, wie es mit den Schlaglochpisten in der Region weitergeht. Aber auch 4 Tage nach unserer Anfrage haben wir keine Antwort darauf erhalten. Es nützt jetzt nichts, die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hessen Mobil zu beschimpfen, meine Damen und Herren. Herr Al-Wazir hat in der gestrigen Debatte darauf hingewiesen, dass unter Verantwortung der vorigen Landesregierung 300 Stellen bei Hessen Mobil abgebaut worden sind. Das haben wir auch kritisiert. Meine Damen und Herren, nur der Minister hat vergessen, darauf hinzuweisen, dass das von ihm nicht rückgängig gemacht worden ist, meine Damen und Herren, dass der Abbaufahrt bei Hessen Mobil beim Stellenabbau weitergegangen ist, meine Damen und Herren. Das ist die Realität in Hessen. Dieser Minister trägt die Verantwortung dafür, diese Landesregierung, dass es in Hessen, Kollege Lenders hat darauf hingewiesen, zu wenig Personal für Planungen und Durchführung im Straßenbau vorhanden sind, meine Damen und Herren. Und da verwundert es auch nicht, wenn Mittel aus dem Bundesverkehrswegeplan auch nicht verbaut werden können. Fakt ist, unter Schwarz-Grün findet in Hessen jedes Jahr ein Werteverzehr von mindestens 60 Millionen Euro bei den Landesstraßen statt. Meine Damen und Herren, hier wird öffentliches Vermögen vernichtet, meine Damen und Herren. Und da verwundert es nicht, dass die Hälfte der Straßen und Brücken in Hessen als schlecht bzw. sehr schlecht eingestuft sind. Nehmen Sie bitte endlich zur Kenntnis, meine Damen und Herren von Schwarz-Grün, da gibt es einen riesigen Stau bei der Verkehrsinfrastruktur, und es gibt einen riesigen Stau auf den Straßen. Und wie wenig Ambitionen diese Landesregierung noch hat, konnten wir am 8.8.2018 lesen. Sie hat von den Herausforderungen kapituliert. Ich komme zum Schluss und zitiere Herr Minister Al-Wazir. Nirgendwo sind jeden Tag so viele Autos unterwegs wie auf hessischen Autobahnen. Das haben wir auch ohne Al-Wazir gewusst. Die Spitzenwerte, Kollege Frankenberger, Sie denken an die Redezeit, ich auch. Ja, liegen 4-mal so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Und jetzt kommt es, und die Tendenz ist weiter steigend, so der Minister. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat vor den Zukunftsaufgaben kapituliert. Sie ist mit einem weiter so zufrieden. Das ist für Hessen zu wenig, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Kollege Frankenberger, das Wort hat der Abg. Uli Kaspar, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hessen geht es so gut wie nie zuvor. Hessen boomt. Und das ist der Grund. Das ist der Grund, dass im allgemeinen positiven wirtschaftlichen Wachstum natürlich auch das Verkehrsaufkommen in Hessen wächst. Denn es sind die Pendlerinnen und Pendler, die sich freuen können, dass sie alleine im Ballungsraum Frankfurt heute 250.000 mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angeboten bekommen als noch vor 10 Jahren. Es sind die Menschen, die mehr Kaufkraft haben, die sich deswegen leisten können, mehr Waren zu kaufen, und deswegen müssen mehr Güter auf unseren Straßen transportiert werden. Es sind die Menschen, die weniger in Arbeitslosigkeit sind, sondern mehr Arbeit haben und deswegen mehr Pendler sind. Es sind die Menschen, die als Studierende heute die Universitäten in Hessen besuchen. Wir haben in Hessen so viele Studierende wie noch nie. Meine Damen und Herren, ja, Hessen ist ein unglaubliches Erfolgsland.
Und natürlich, aus diesen Gründen haben wir ein erheblich höheres Verkehrsaufkommen. Und deswegen ist es nur mehr als konsequent, dass wir heute alles tun, um Infrastruktur auszubauen. Und hier möchte ich ausdrücklich der Landesregierung und dem zuständigen Minister und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Hessen Mobil danken für das unglaubliche Engagement, das hier in den letzten Jahren geleistet worden ist. Es ist ja nicht nur so, dass Hessen heute den größten Verkehrsetat in seiner Geschichte hat. Das heißt, es wurden noch nie so viel investiert in Straßen, in Schienen in Hessen wie heute, sondern es ist eben auch so, dass es durch schwierige Verhandlungen unserem Ministerpräsidenten Bouffier gelungen ist, auf Bundesebene durchzusetzen, dass Hessen nicht nur wie in der Vergangenheit etwa 7 % der Bundesmittel für den Straßenbau bekommt, sondern über 12 %. Auch das ist ein Erfolg dieser Regierung. Und wir haben eben nicht nur mehr Geld, es wird auch mehr gebaut. Es wird auch so viel gebaut wie schon lange nicht mehr. Und wir können das überall sehen. Und natürlich führt auch die ein oder andere Baustelle, Brückensanierung und Ähnliches, dazu, dass es dort Baustellen gibt und damit Staueffekte gibt. Aber auch hier hat sich die Regierung dem Thema intensiv angenommen. Und deswegen ist es ja gelungen, sowohl im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahresquartal die Stauzeiten um 30 % zu reduzieren und im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr sogar um 31 % zu reduzieren. Ein unglaublicher Erfolg. Für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes ist es nämlich wichtig, dass die Menschen nicht im Stau auf der Autobahn oder auf den Straßen stehen, sondern dass sie schnell an den Arbeitsplätzen sind, dass sie schnell zu Hause sind, dass sie schnell dort sind, wo sie hin sein möchten. Deswegen ist uns das Thema besonders wichtig. Und wir haben hier einen aktiven Weg jetzt hinter uns. Und klar ist nur eins, wenn Sie sich heute auf den Straßen umschauen, in Hessen ist noch eine Menge zu tun. Und deswegen ist es ja auch notwendig, dass die Wählerinnen und Wähler am 28. Oktober uns erneut den Auftrag geben, damit diese positive Entwicklung in Hessen weitergehen kann. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Caspar. Das Wort hat die Frau Abg. Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Meine Damen und Herren, ich will noch einmal darauf hinweisen, wir hatten uns einmal geeinigt, wenn ein Redner oder eine Rednerin zum Rednerpult geht, dann würden wir das gern ohne Kommentare hier zur Kenntnis nehmen. Das hatten wir uns einmal vereinbart. Das gilt für alle im Hause. Das ist einfach nicht höflich genug. Also, fang an. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die FDP hat eine Aktuelle Stunde zu Staus beantragt mit dem Titel Freizeitverschmutzung endlich beenden. Staus sind also Freizeitverschmutzung. Heute Nachmittag werden wir auf Antrag der FDP über die Gründung einer Agentur für radikale Innovationen reden. Und zum Wahlkampfauftakt präsentiert die FDP ein Video, in dem sie für ihren Spitzenkandidaten René Rock Star wirbt. Also, liebe FDP, ich weiß ja nicht, welches Zeug Sie derzeit nehmen und was auf Ihren Fluren so geraucht wird. Aber gut, ich sage mal so. Frau Kollegin Wissler, die Formulierung, welches Zeug Sie nehmen, die ist sicherlich nicht ganz parlamentarisch. Und deshalb will ich unter der Stufe der Rüge Sie einfach bitten, sich etwas anders auszudrücken in dieser Frage. Ich wollte auch gerade hinzufügen, wir sind ja auch für eine liberale Drogenpolitik. Von daher will ich das gar nicht kommentieren. Ja. Frau Kollegin Wissler, wenn Sie es jetzt natürlich noch ein bisschen toller machen, muss ich Sie jetzt einmal rügen. Denn das kann man nicht machen. So geht es nicht. Und ich bitte Sie herzlich, sich parlamentarisch hier nicht nur zu bewegen, sondern auch sich auszudrücken. Gut. Für viele Menschen in Hessen
ist Mobilität ein alltägliches Problem. Und Herr Caspar, das auch noch als Ausdruck des Erfolgs darzustellen, dass Menschen täglich viele Stunden im Stau verbringen, das ist jetzt wirklich etwas lächerlich. Aber der Ansatz, immer mehr und immer breitere Straßen zu bauen, führt nachweislich zu mehr Verkehr, bis wir irgendwann jeden Acker asphaltiert haben und immer noch im Stau stehen. Mehr Straßen verursachen mehr Verkehr. Diese Binsenweisheit kann man gar nicht oft genug wiederholen. Und wer immer mehr Umgehungen, Abkürzungen und Rennstrecken baut, während die Schienenstrecken weitgehend stagnieren, ja, der macht natürlich die Pkw-Nutzung immer attraktiver und natürlich auch den Lkw-Verkehr. Und die Autobahnen um Frankfurt sollen laut Bundesverkehrswegeplan ausgebaut werden, sechsspurig, achtspurig, zehnspurig. Und so kann es natürlich immer weitergehen, bis wir nur noch Beton und Lärm in Stadt und Land haben. Und deshalb diese Wachstumslogik ist keine zukunftsfähige Politik. Sie löst keine Probleme, keine Verkehrsprobleme, keine Umweltprobleme, meine Damen und Herren. Und natürlich müssen wir über den Investitionsstau beim Erhalt der Landesstraßen und insbesondere bei den Brücken reden. Und er muss dringend abgebaut werden. Und da müssen wir natürlich auch über die Personalsituation bei Hessen Mobil reden, wo ein massiver Stellenabbau zu einer Überbelastung der Mitarbeiter geführt hat. Und gerade hängen die Beschäftigten in der Luft, weil der Bund beschlossen hat, eine Infrastrukturgesellschaft zu gründen und damit der Privatisierung der Autobahn Tür und Tor geöffnet hat. Wir haben das abgelehnt. Und ich glaube, hier ist das Land Hessen jetzt gefordert, endlich Sicherheit auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen. Vor allem müssen wir uns aber natürlich auch den Gründen widmen, warum die Straßen der Belastung nicht mehr standhalten. Der Personenverkehr explodiert, weil immer mehr Menschen einen immer weiteren Weg zum Job haben, eine Folge veränderter Lebensverhältnisse, aber es ist eben auch eine Folge von explodierenden Mieten in den Städten. Die Autos werden immer mehr, die Autos werden immer größer, schwerer und PS stärker. Das bedeutet, dass sie immer mehr Sprit verbrauchen, immer mehr die Umwelt belasten und auch, dass sie immer mehr Platz in den Städten wegnehmen. Und natürlich müssen wir auch über den Güterverkehr reden, weil auch der Lkw-Verkehr hat sich in den letzten Jahren massiv erhöht. Der Transportaufwand wurde mehr als über 50% gesteigert. Wir reden hier über rollende Lagerhäuser auf den Autobahnen und über den zunehmenden Transport von Waren kreuz und quer durch Europa. Und auch hier müsste gegengesteuert werden, und zwar nicht nur aus Natur- und Umwelt- und Klimaschutzgründen, sondern auch um den Erhalt der Straßen, für die Reduzierung von Staus, aber auch für die Gesundheit und Lebensqualität der Menschen. Und diesen steigenden Belastungen immer hinterherzubauen, zeugt einer völlig verfehlten Wachstumslogik. Und dann wird immer gerne gesagt, das können wir uns alles nicht leisten. Ich glaube, was wir uns wirklich nicht leisten können, ist so weiterzumachen wie bisher. Und deshalb, Herr Boddenberg, weil Sie fragen, was soll man tun? Die erzwungene Mobilität muss reduziert werden. Möglichkeiten zur fußläufigen Versorgung müssen gefördert werden. Die Pendelei muss begrenzt werden, indem ja, endlich wieder erschwingliche Mieten in den Städten sind, damit nicht Hunderttausende in die Stadt pendeln müssen. Wir müssen regionale Wirtschaftskreisläufe stärken, eben auch durch eine öffentliche Ausschreibungspraxis. Gewerbeansiedlungen müssen klüger gesteuert werden, nicht auf der grünen Wiese, sondern die Innenstädte zu stärken, wo die Menschen sind. Und natürlich muss man auch den Radverkehr stärken und den ÖPNV. Denn die meisten Menschen stehen ja nicht jeden Morgen im Stau, weil sie überzeugte Autofahrer sind, sondern weil die Alternativen einfach nicht so attraktiv sind. Und deshalb brauchen wir natürlich auch bei den Bahnen dringend attraktive Alternativen, und zwar sowohl in der Stadt, wo die Engpässe da sind, als auch auf dem Land, wo es oftmals überhaupt kein verlässliches ÖPNV-Angebot gibt. 3 Schulbusse am Tag sind keine Verkehrsinfrastruktur. Und auch, Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich gäbe noch viel zu sagen, aber ich habe ja die Möglichkeit, das dann in meiner anderen Rede zur Verkehrspolitik weiterzuführen. Barrierefreiheit muss noch muss eine ganze Menge passieren. Die Preise müssen reduziert werden. Also von daher, Frau Kollegin Wissler, ich darf Sie bitten, ich hätte auch noch viel zu sagen, aber Sie müssen sich schon an die Redezeit halten. Deswegen lassen Sie uns nicht den immer weiteren Straßenverkehr immer hinterherbauen, sondern wirklich die Verkehrswende einleiten. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Tarek Al-Wazir. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mir war ja klar, dass in der
in den Plenarsitzungen vor der Wahl viel auf die Pauke gehauen wird. Aber als ich am Montag den Titel der Aktuellen Stunde der FDP gelesen habe, da habe ich mir schon gedacht, das ist vorsichtig ausgedrückt dreist. Warum ist das dreist? Weil in den letzten Legislaturperioden vor allem Verkehrsminister der FDP die Verantwortung getragen haben. Und Teile der Probleme, die wir heute haben, haben natürlich ihren Ursprung auch in der Vergangenheit. Es gab aus meiner Sicht eine falsche Schwerpunktsetzung in der Verkehrspolitik. Es gab den schon angesprochenen Personalabbau bei Hessen Mobil. In der Folge fehlen bis heute dort Ingenieure. Ich sage noch etwas zum Personalaufbau, den wir betrieben haben. Und ja, es ist auch ein Problem gewesen, dass die Verkehrspolitik rein auf das Auto reduziert worden ist und die Bahnprojekte, aber auch die Projekte der Nahmobilität keine große Rolle gespielt haben. Deswegen entbehrt es nicht einer gewissen Komik, dass die FDP zu diesem Thema eine Aktuelle Stunde beantragt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu den Fakten. Der Rückgang der Staustunden im ersten und im zweiten Quartal 2018 ist schon genannt worden. Es ist ein großer Erfolg, dass die Staustunden in 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen sind. Und wir waren auch im Vorjahr schon nicht schlecht im Vergleich zu anderen Bundesländern. Wir sind das Land mit der höchsten Verkehrsdichte auf Bundesautobahnen. Wir sind das Land mit der höchsten Baustellendichte auf Bundesautobahnen. Und trotzdem sind wir bei der Staubilanz des ADAC nur im Mittelfeld. Das ist eine große Leistung des Baustellenmanagements von Hessen Mobil, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber es ist auch klar, es wird auch in Zukunft viele Baustellen geben, und die sind immer auch Verkehrshindernisse. Und die muss es übrigens auch geben, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil die Investition in die Verkehrsinfrastruktur, die alle fordern, ohne Baustelle, die ist noch nicht erfunden. Und es wird auch in Zukunft Unfälle geben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Also an dieser Stelle ist das einfach so in einem so belasteten System. Was haben wir gemacht? Wir haben investiert. Und jetzt, ich bitte um Aufmerksamkeit bei der FDP. Ich weiß ja, es tut Ihnen ein bisschen weh, was jetzt kommt. Die Investitionen in das hessische Bundesfernstraßennetz waren in dieser Legislaturperiode in jedem Jahr, ich wiederhole, in jedem Jahr höher als in jedem Jahr zuvor seit 1946. Wir haben alleine im letzten Jahr 695 Millionen € an Bundesmitteln für den Erhalt sowie den Neu- und Ausbau von Bundesfernstraßen in Hessen ausgegeben, und ja, mit einer Schwerpunktsetzung auf Sanierung. Das heißt, von diesem Geld wurden über 400 Millionen € in Erhaltungsmaßnahmen investiert. Wir geben die Mittel dorthin, wo sie den meisten Nutzen haben. Stichwort beispielsweise Ausbau der Autobahnkreuze im Rhein-Main-Gebiet. Und wir legen einen Schwerpunkt auf Sanierung und Ersatzneubau von Straßenbrücken. Bis 2021 werden in Hessen 1,1 Milliarden € in diesen Bereich fließen. Und ich hätte ja viel für möglich gehalten vor der Wahl. Aber dass man in der Woche nach dem Einsturz der Brücke in Genua weiterhin den Grundsatz Sanierung vor Neubau für falsch hält, das hätte ich nicht für möglich gehalten, meine sehr verehrten. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Auch im Landesstraßenbau, keine Zwischenfragen, Herr Rock, auch im Landesstraßenbau folgen wir dem Grundsatz Sanierung vor Neubau. Wir haben im Landesstraßenbau den Sanierungsanteil auf 84 % gesteigert, Tendenz weiter steigend. Und ich will zum Personal bei Hessen Mobil noch etwas sagen. Wir haben im Planungsbereich 2014 einen beschlossenen Stellenplan vorgefunden. Wir haben 2015 erstmals wieder alle ausgeschiedenen Ingenieure bei Hessen Mobil 1:1 ersetzt. Wir haben im Haushalt 2016 25 neue Stellen für die Planung geschaffen, in den Jahren 2017 und 2018 jeweils nochmals 10. Wir korrigieren auch hier die Fehler der Vergangenheit, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Und natürlich gehört dazu, dass man nicht nur die Straße sieht in einem wachsenden Ballungsraum. Wir haben uns auch gekümmert um die Schieneninfrastruktur. Und ich will das einmal sagen. FRM Plus, Frankfurt-Rhein-Main Plus, ist 20 Jahre alt. Aber jetzt passiert etwas. Und in den nächsten Jahrzehnten werden in Hessen 12 Milliarden € in die Schieneninfrastruktur investiert. Und das Land wird davon 1 Milliarde € tragen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei vielen Projekten geht es jetzt endlich voran. S6 in Richtung Bad Vilbel und dann weiter nach Friedberg, drittes und viertes Gleis. Dann die ja, das ist im Bau, Herr Kollege Hahn. Das wissen Sie doch besser als ich. So, bis Friedberg ist es im Planfeststellungsverfahren, Herr Kollege Hahn. Ich sage ja, es geht voran, und Sie wissen das sehr genau. Die Herr Minister, darf ich Sie darauf hinweisen, dass die Fraktionsredezeit. Ja, ich sage es ja nur. Danke, Herr Präsident. Ich komme gleich zum Schluss. Wir sind bei der Regionaltangente West jetzt endlich vorangekommen. Wir sind bei der nordmainischen S-Bahn im Planfeststellungsverfahren vorangekommen. Die großen Projekte im Kinzigtal und Frankfurt-Mannheim gehen voran. Und die Verkehrsverbünde haben mehr Geld bekommen in der aktuellen Finanzierungsperiode. Mit denen können sie auch zusätzliche Angebote finanzieren. Und ich bitte darum, alle hier, ihre Verantwortung an dieser Stelle auch wahrzunehmen. Und an einem Punkt, liebe Kollegen von der FDP, immer dann, wenn es um Schieneninfrastruktur vor Ort geht, sind Sie komischerweise dagegen. Gucken Sie sich einmal das Rhein-Main-Gebiet an. Die FDP in Bad Homburg gegen die Verlängerung der U2. Die FDP in Frankfurt gegen den viergleisigen Ausbau der Main-Weser-Bahn. Die FDP in Wiesbaden gegen die Citybahn. Die FDP in Darmstadt gegen die Lichtwiesenbahn. Die FDP in Egelsbach gegen den Radschnellweg Frankfurt-Darmstadt. Ich weiß, wer die Stillstandspartei in Hessen ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat der Kollege René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP. Redezeit 1 Minute 45. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, gegen Ihre selektive Wahrnehmung, Herr Minister, kann man nicht mehr angehen. Sie sehen die Welt einfach nur, wie Sie sich selbst machen wollen. Das gebe ich einfach auf an der Stelle, dass man Sie noch in irgendeiner Art und Weise mit den Fakten konfrontiert. Aber, Herr Minister, was nicht geht, es sind keine hessischen Brücken vom Einsturz stehen vor dem Einsturz. Keine hessische Brücke steht vor dem Einsturz. Oder Sie müssten sie sperren. Und wenn das so ist, dass keine hessische Brücke vor dem Einsturz steht oder Sie sie nicht sperren, dann hören Sie bitte auf, mit dem tragischen Unfall in Italien hier Wahlkampf zu machen. Hören Sie auf damit. Billiger kann man es nicht mehr machen, wie Sie das hier tun. Das ist einfach unerhört. Und wenn Sie eine gewisse Größe haben, dann gehen Sie hervor und stellen Sie das klar, erklären Sie, dass Sie sich hier geirrt haben und dass Sie das selbst für unpassend finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Tobias Eckert, SPD-Fraktion, auch 1,45. Niemand zweimal reden, genauso. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist es notwendig, noch einmal etwas klarzustellen, Herr Minister. Weil, wenn wir über die realen Staubelastungen in diesem Land diskutieren, kann es nicht sein, wenn Sie das wegwischen mit, na, wir tun so viel wie noch nie auf diesen Straßen, wir bauen so viel und deswegen gibt es Stau. Ihre eigenen Zahlen, die wir im Verkehrsausschuss diskutieren, sagen, unter 20% der Stauzeiten in Hessen beruhen auf Baustellen. Also die anderen 80% haben mit Baustellen nichts zu tun, Herr Minister. Hören Sie doch auf, das hier darzustellen, dass das die Hauptmotivation ist und dass das Problem in Hessen ist, meine Damen und Herren. Und dass wir über viele Baustellen zu reden haben, im wahrsten Sinn des Wortes, an der Frage von Infrastrukturpolitik, in der Frage, wie wir das verbessern können im Interesse der Menschen, dann machen Sie eine Jubel-PM vor zwei Wochen. Wir haben etwas weniger Stauzeiten als vor einem Jahr. Aber ansonsten, meine Damen und Herren in Hessen, gewöhnen Sie sich daran, der Stau gehört zu Hessen. Wie ambitionslos, Herr Minister, muss man sein, wenn das die Bilanz von fünf Jahren Ihrer Amtszeit in Hessen ist?
Deswegen, meine Damen und Herren, Herr Präsident, liebe Landesregierung, wenn man so ambitionslos an das Thema herangeht, wenn man sich wirklich nicht den Herausforderungen des Landes draußen stellt, sondern sich die Welt schönredet und sagt, das ist alles nicht so schlimm und wir sind hier eifrig dabei, gehen Sie raus ins Land und sprechen Sie mit den Menschen, und die werden Ihnen sagen, dass 19 Jahre CDU-geführter Landesregierung diese Probleme erst geschaffen haben, und Sie haben auch keine Antworten, wie Sie das in den nächsten Jahren wegbekommen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Eckert. Keine Wortmeldung mehr. Damit ist die Aktuelle Stunde, Tagesordnungspunkt 67, behandelt.